Herzlich willkommen in Evis glutenfreie Küche. Heute machen wir uns einen Urlaubsgenuss, so ein Urlaubsfeeling, zu Hause vielleicht noch schon auf Vorfreude auf euren Urlaub. Wir machen uns heute Gyros. Und zwar, ihr kennt ja Gyros, das ist eigentlich am Spieß, das wird dann runtergeschnitten. Und diese Möglichkeit hat ja so ein ganz normaler Haushalt, wie ich den hier auch habe, nicht. Deshalb machen wir das, unser Gyros, einfach in der Pfanne. Ich habe hier vom Duroc-Schwein eine Bauchschwarte und ein Schweinsschnitzelfleisch. Wir brauchen ein bisschen an Knoblauch, dann ein Gewürz dazu, natürlich ein Gyros-Gewürz, Olivenöl, eine Pfanne und Arbeitsgeist und eine Vorfreude auf diesen Geschmack. Und zwar von diesem Duroc-Schwein, da seht ihr, da ist noch die Schwarte dran, die werden wir gleich entfernen, die brauchen wir jetzt nicht. Dann nehmt euch einfach ein Messer und schneidet euch die einmal grob runter. Könnt ihr euch ein scharfes Messer nehmen, im Gegensatz zu mir, dann geht es schneller. So. Schwartel nicht wegschmeißen, das könnt ihr dann auskochen. Dann habe ich hier noch Knochen drinnen, die brauchen wir auch nicht, die tun wir auch grob weg. So, und dann geht es schon ans Schneiden und jetzt einfach feine Streifen runterschneiden. Je feiner, desto besser, dann wird nämlich euer Fleisch schön knusprig. Und das wollen wir im Endeffekt dann erzielen. Wenn ihr Interesse an Gyros habt, aber fleischlos lebt, da hätte ich ein Video für euch, nämlich ein veganes Gyros. Also das blende ich euch oben gleich einmal ein. Ihr seht, wie schnell das runtergeschnitten ist. Das werden wir jetzt gleich in unsere Schüssel tun, dann fürs anschließende Marinieren. Und eben hier von unserem Schweinsschnitzelfleisch, das ist auch, hat auch noch ein bisschen einen Fettanteil, aber nicht so viel. Da ist es recht mager, also dass ihr da einfach eine gute Mischung zusammenbringt. Das schneidet euch am besten auch gleich so, dass ihr die perfekten Streifen habt, in der gleichen Breite wie euer Bauchfleisch. Und auch wieder dünne Streifen und Scheiben. Während ich hier das letzte Stück vom Fleisch schneide, seht ihr schon wieder unten diesen roten Abo-Button. Da einfach aufs Display drücken, dann seid ihr immer dabei, wenn ich wieder was Neues koche. Immer mittwochs und sonntags für euch. Unser Fleisch ist jetzt schon fertig geschnitten. Jetzt geht's ans Würzen und zwar eben wie gesagt mit dem Gyros-Gewürz. Da könnt ihr recht ruhig großzügig sein. Also ich nehme da 2 Esslöffel, 2 gehäufte. Soll ja ordentlich an Geschmack geben. Und was bei mir nicht fehlen darf, in den meisten Gewürzmischungen ist ja schon Knoblauch drin, aber ich brauche noch diesen Kick. Ich werde mir da noch eine Knoblauchzehe oder 2 dazu pressen. Einmal. Perfekt. Jetzt kommt noch unser Olivenöl dazu. Ein Schluckel. Dann wird das Ganze noch gesalzen und gepfeffert. Und jetzt könnt ihr euch Handschuhe anziehen und das durchkneten oder so wie ich, vorher die Hände waschen und einmal durchmarinieren. Das lassen wir jetzt stehen für ungefähr eine Viertelstunde und während das Fleisch jetzt einzieht und durchmariniert, könnt ihr euch zum Beispiel schon Bratkartoffeln machen. Einfach am besten Bio-Kartoffeln nehmen, da könnt ihr die Schale noch dran lassen, schön säubern, klein schneiden. Ich habe hier so Spalten geschnitten und wer Lust hat, kann dann noch ein Tzatziki machen, das habe ich auch schon vorbereitet. Das Tzatziki-Video ist wie gesagt in dem Video mit dem veganen Gyros schon dabei, also noch einmal schnell reinschauen, wie es funktioniert und dann können wir das Fleisch schon beginnen anzubraten. So, unser Fleisch hat jetzt durchziehen dürfen, jetzt können wir schon anbraten. Also richtig gleich ordentlich Gas geben
Wir geben auch wieder Olivenöl in unsere Pfanne. Und unser Fleisch hinein. Und schön verteilen, weil wir brauchen jetzt diese Röstaromen. Das Anbraten wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Während es da so dahin röstet, ihr seht schon, richtig schöne Röstaromen haben sich teilweise gebildet. Immer mit dem Löffel reingehen, einmal gut umrühren, dass euch nichts anbrennt, aber dass trotzdem eben, wie gesagt, das schön auf allen Seiten knusprig werden kann. Inzwischen könnt ihr schon eure Teller vorbereiten. Also wie gesagt, ich habe hier das klassische Tzatziki gemacht mit Gurke, Knoblauch, Joghurt, Salz, Landsalzen ausdrücken. Also wie gesagt, das Szenario, das könnt ihr euch gerne eben oben beim anderen Video anschauen. Die Kartoffeln schon auf dem Teller, dann werde ich noch ein bisschen eine Tomate für den Farbklecks drauf tun. Könnt ihr auch noch Zwiebel drauf tun, wer das mag. Oder ihr gebt sowieso einen griechischen Salat dazu, der auch ganz klassisch ist. Wenn ihr möchtet, dass ich einmal so einen griechischen Salat zubereite, dann schreibt es mir vielleicht einfach in die Kommentare. So, unser Fleisch ist fertig, hätte ich gesagt. Wir können schon ausdrehen. Und jetzt seht ihr, dass haben wir noch ordentlich Fett bzw. Öl am Boden, dann nehmt ihr am besten eine Schaumkelle und holt es raus, dann kann schon ein bisschen ein Öl abfließen. Oder ihr gebt das Ganze in ein Sieb und lasst es abtropfen, aber ich mache es jetzt mit der Schaumkelle für euch. So. Und schon allein der Duft erinnert uns ans Meer und mehr Essen davon. Das war's schon, meine Lieben. Fertig ist unser Gericht. Ihr habt es gesehen, es geht wirklich ganz einfach. Und ihr habt so ein bisschen so ein Urlaubsfeeling für euch und eure Gäste und der Familie möglicherweise. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss!